Irene! Irene, wo bist du denn? Irene! Mensch, Irene! Hallo Peppa, was willst du denn? Hä? Was machst du denn in diesem Zelt? Ich versteck mich. Hä? Wieso versteckst du dich denn, Irene? Na, weil ich zum Doktor muss. Ich will aber nicht, denn ich hab Angst. Ach, Irene. Komm, wir gehen zu meiner Mama. Die ist Arzt und ich komm mit dir. Wirklich? Ist ja lieb von dir. Na gut, wenn du meinst. Da wären wir also, Peppa. Wollen wir vielleicht nach Hause gehen? Ach, Irene, keine Panik auf der Titanic. Oh, hallo, Peppa, Schatz, Irene. Na, dann kommt mal rein. Okay, Leute, kommt mit. Komm, Irene. Peppa, muss das sein? Na, komm rein, Irene. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Frau Wurz, es sieht hier ganz schön gruselig aus. Ach komm schon, vor mir brauchst du dich nicht zu fürchten. Wir machen heute eine Impfung und eine Blutprobe. Heißt das etwa, wir werden diese Spritze hier benutzen? Ach, Irene, ich will deine Hand halten, damit du dich nicht fürchtest. Okay. Das machst du gut so, Peppa. Gib mir mal deinen Finger, Irene. So. Noch tut das nicht weh? Jetzt nehmen wir die Spritze. Lalalala. Hast du schon angefangen? Irene, du kannst die Augen öffnen. Wirklich? Oh, ich hab wirklich nichts gespürt. Ja, ich hab dir doch gesagt, meine Mama ist der beste Doktor aller Zeiten. Überprüfen wir mal. Oh. Deine Blutprobe ist gut. Und jetzt wird es Zeit für eine Impfung. Okay, und wie geht das? Wir brauchen den richtigen Impfstoff. Diesmal will ich aber mitschauen. Jo. Wir füllen den Impfstoff in die Spritze. Mach dich bereit. Das war's auch schon. Oh. Wow. Irene, das hast du gut gemacht. Mama, vergiss das Pflaster nicht. Oh, Peppa, gut, dass du mich dran erinnerst. So, jetzt sind wir aber fertig, Irene. Oh, was für ein hübsches Pflaster. Oh, vielen Dank, Frau Wutz. Mama, du hast vergessen, Irene Übermann zu geben. Oh, tatsächlich, wie konnte ich nur? Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. Und du? Hast du Angst vor Ärzten? Brauchst du nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Peppa, lass uns Verstecken spielen. Ist gut, fang an. Ich zähle. 1, 2, 3. Wo soll ich mich verstecken? Wo? Oh, unterm Tisch. Nein, hier wird sie mich sicher finden.
Oh ja, genau. Ich verstecke mich im Kleiderschrank. Ich höre, wie der Kleiderschrank quietscht. Ich will mich ja gar nicht dort drin verstecken. Oh, ich hab's. Unterm Bett. Nein, hier wird sie mich auch finden. Oh, ich weiß. Ich versteck mich in der Kiste. 10. Ich geh dich suchen. George, wo bist du? La la la, la la la. Nein, da bist du auch nicht. Ach so, er ist doch sicher im Kleiderschrank. George! Doch nicht. George, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. George! Hallo, Peppa. Was schreist du so? Hallo Irene, wir spielen mit George Verstecken und er hat sich so versteckt, dass ich ihn nicht finden kann. Ach komm schon, Peppa, er wird doch nicht verschwunden sein. Wir schauen mal unterm Tisch. Nein, hier ist er nicht. Dann ist er doch sicher im Kleiderschrank. Pass mal auf. Hopp. Nein, hier ist er nicht. Dann aber sicher unterm Bett. Hup. Nein, hier ist er auch nicht. Wo kann er sein? George! Wo kann er sein? Ich glaube, er ist dort in der Kiste. George, komm raus! Wir wissen, dass du in der Kiste bist. Gib's noch zu, ich hab das beste Versteck gefunden. Komm, ich helf dir raus. Schorsch! Was ist denn so lustig? Schorsch, jetzt haben wir gleiche Kleider. Das stimmt ja. Saus, ja. Oh, diese Kiste hat es ja ganz schön in sich. Oh, Schorsch, ich sag dir mehr. Das ist eine magische Kiste. Peppa, willst du es auch mal probieren? Aber natürlich doch. Du hast aber ein schönes Kleidchen. Oh, wow. Ich mag die Biene. Irene, tauch auch mal ein. Na gut. Na, hat's geklappt? Ja, Irene, du hast ein wunderschönes Diadem. Oh, wirklich? Oh, wow. Gefällt mir. Hallo, George. Hallo, George. Hallo, Peppa. Was spielt ihr? Wir haben eine magische Kiste gefunden, die einen umzieht. Oh, das will ich probieren. Ich auch. Oh, lass mal schauen. Ich bin voll gespannt. Oh, Linus, du hast hier einen netten Anorak. Oh, der steht dir total. Vielen Dank. Und was hat Sojan? Oh, was für ein toller Rock. Ui, der ist ja voll elegant. Oh, danke, Liebes. Und du? Hast du zu Hause so eine magische Umziehkiste? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Hey, ich hab gesagt,
meine Güte, Peppa, was ist denn passiert? Hallo, Irene! Ich muss diese 6 Babys hier babysitten! Ja. Ach, geh, sind die süß! Sag mal, Peppa, wie viele Babys sind das denn? Ganze 6 Stück. Dann lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist das 6. hin? Er ist schon wieder weggelaufen. Oje, oje, wir müssen ihn finden. Oje. Oh je. Oh, Peppa, da ist er ja. Da bist du mal wieder. Hier, dich setzen wir da rein. Das ist ja eine tolle Idee. So kann der Kleine sich fortbewegen, ohne dass wir ihn verlieren. Hey, ihr zwei, kommt mal mit. So. Und du, Knirps, kommst auf den Stuhl. Und du, kleines Engelchen, du kommst in den Kinderwagen. So. Und du? Du stinkst ja. Na, Peppa, die hier müssen wir baden. So. Na du, du magst es zu planschen, oder? Hey, du Kleiner, es ist Zeit für einen Mittagsschlaf. Komm, du steigst auch aus. Ja. Komm. So. So. Endhaltstelle. Steig aus. So, dich habe ich auch mitgebracht. Haben wir ja noch gute Arbeit geleistet, oder? Peppa? Ach Gottchen, die ist eingeschlafen. Die Arme ist ganz müde geworden. Und du? Musstest du schon mal jemanden babysitten? Wir sehen uns beim nächsten Mal.